Bundesliga-Derby. Nun ist der FCH drittklassig, letzter Amateurclub im Kampf um den Cup und eine Mannschaft, die sich nicht mit der Ausländerquote beschäftigen muss. Tibor Meingast besuchte das Team, das ein positives Zeichen setzen kann, frei nach dem Motto Ausländer rein. Herbst 1995, vier Wochen nach dem Urteil gegen die Mörder von Solingen. Deutsche Politiker diskutieren die doppelte Staatsbürgerschaft für Ausländer, aber auch Zuwanderungsbeschränkungen. Meldungen der letzten Tage. In Nordhausen wird ein Afrikaner brutal zusammengeschlagen. In Blankenburg wird ein Heim für Asylbewerber überfallen. In Bremerhaven und Heilbronn werden türkische Einrichtungen in Brand gesetzt. Es wird kalt in Deutschland. Eine Stadt nahe der französischen Grenze. Homburg sah im November. Bonjour, Tristesse. Der größte Fußballverein der Stadt ist inzwischen abgestiegen in die Regionalliga. Das Waldstadion, nur noch eine unbedeutende Provinzbühne. Trotzdem haben die Fans ihren Spaß. Mehr noch vielleicht sogar als früher. Der FC Homburg, ein außergewöhnlicher Nogometski Club. Equipe Football. Saper Wurto Klubi. Club. Wissen Sie denn noch, was Fußballclub heißt in Ihrer Heimatsprache? Leider nicht, nee. Weltauswahl in der Regionalliga. Im Kader sind 13 Nationen aus drei Kontinenten vertreten. Argentinier neben Ukrainer, Ghana neben US-Amerikaner, Serbe neben Kroate. Vor der Saison brauchte der FC Homburg dringend neue Spieler, weil viele gegangen waren. Er entschied sich für Ausländer aus Kostengründen. Die waren genügsamer und meist ablösefrei. Nur so ließ sich ein Team auf diesem Niveau finanzieren. In der Regionalliga gibt es keine Ausländerquote, anders als im Profifußball. Hier sind die Deutschen für die Dreckarbeit zuständig. Vorgestern in Oberhausen spielte Homburg mit drei Inländern in der Abwehr. Glanz verbreiteten beim 4:1-Sieg andere. Jacques Goumay aus Togo zum Beispiel, der seinen 10. Treffer in dieser Saison erzielte. Oder der Georgier Reza Arveladze, Adriano da Silva aus Brasilien. Oder der Kroate Slaven Stanic. Die Ausländer schießen fast alle Tore. Das letzte eines Deutschen bejubelte Trainer Ulrich Sude vor 2 Monaten. Was mitten in Europa aber niemanden stört. Das Saarland ist ein europäisches Kernland. Wir leben hier mit Lothringern, Luxemburgern problemlos zusammen. Auch viele ausländische Arbeiter sind hier an der Saar beschäftigt. Insofern ist hier eine traditionelle Gastfreundschaft und deshalb ist das kein Problem in Homburg. Auch die Anhänger finden es gut. Die Spielkultur hat sich verbessert durch die grundlegende Veränderung der Mannschaft. Ja, ist prima. Also so, vor allem so viele Ausländer integriert, ne? Das ist schon viel wert. Ne? Gerade wo Ausländerfeindlichkeit in Deutschland ein Thema war, ist. Ne? Ja, förderlich, finde ich. Das hat eigentlich viel eingebracht. Ist egal, Hauptsache Gewinne. Sehr viel unterscheidet das Homburger Team nicht von den Konkurrenten. Natürlich unternehmen die drei Georgier oder die beiden Afrikaner mal etwas zusammen. Doch inzwischen häufen sich die multikulturellen Begegnungen. Am Anfang hat man Probleme mit der Sprache, aber ich denke mal jetzt, die Spieler, wo kein Deutsch gesprochen haben, haben Deutschunterricht genommen und es wird immer besser, sieht man auch in den Leistungen dann. Der auffälligste Dialekt, den die Ausländer sprechen, ist der badische. Der Amerikaner Rudy Collins wurde ebenso in Deutschland geboren wie der Kroate Slaven Stanic, 2 von mehreren Fußballdeutschen. Mit meinen Eltern bin ich vor 16 Jahren aus Ghana geflüchtet, so wegen der Politik dort. Tja, und seitdem bin ich hier. Weitere Spieler sprechen ähnlich gut Deutsch. Darauf drängt Trainer Sude, anders als bei etlichen Basketball- oder Eishockeyclubs hierzulande. Männer, Kompliment, ihr seid als Mannschaft aufgetreten, hat mir gefallen. Duschen, ja?
dementsprechend wird oben noch eine Erkältung hier. Die Fenster machen noch richtig zu da oben, ne? Oh, wo hinten ist liegen? Und durch. Sude sorgt dafür, dass die Mannschaft öfter was gemeinsam macht und kümmert sich auch sonst um die Eingliederung. Es fängt an, dass wir im Gästehaus haben, dass Spieler da gut versorgt sind. Das hängt damit zusammen, oben im Rabenhaus, wo die Spieler mittags essen gehen können. Wenn sie im deutschen Herbst den Blues schieben, muss sich der Trainer noch intensiver als sonst um seine Spieler kümmern. Gespräche führen, Ablenkung organisieren. Wer von der Copacabana kommt, für den ist Deutschland im November doch extrem gewöhnungsbedürftig. Na gut, ich denke mal, wenn der Schnee kommt, wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Der Jack hat ja schon Erfahrung damit, aber so mit der Witterung, wir spielen uns immer warm, in dem Sinne. Ja, es ist kalt, aber man muss so lernen und fertig. Den ersten Schneetest haben sie in Oberhausen bereits bravourös bestanden. Aber die Kälte auf dem Thermometer ist für sie manchmal das kleinere Übel. Es gibt bei den Fans immer so einen, der, ich sag mal, einen weckert und der rassistisch ist und so, aber man kann damit leben und man muss damit leben können. Da ist ein 33-jähriger Mann aus Togo zusammengeschlagen worden. Was denken Sie, wenn Sie sowas mitkriegen in den Nachrichten? Ja, es tut weh, ich meine, das gibt's. Ich habe das schon öfters gesehen, meinetwegen jetzt in Solingen und sowas. Ich frage mich immer, was, wieso und warum, weil dieser Hass, ich verstehe das nicht. Anderes ist ihnen leichter nachvollziehbar. Doch leicht gefallen ist die Umstellung auf die viel athletischere Spielweise hier keinem, auch nicht Jacques Gumai, dem Nationalspieler aus Togo. Deutscher Fußball ist ganz anderer Fußball. Mit den Georgiern Nemsaze nach einer Sperre gegen Lautern wieder spielberechtigt und Arvelaze hat Homburg mehr aktuelle Nationalspieler als Werder Bremen oder der 1. FC Köln und der Trainer wichtige Gesprächspartner. Ich denke mal gerade, ich auch als Trainer kann von Spielern vom Ausland etwas lernen. Ich unterhalte mich auch oft, wie sie den Fußball sehen, wie sie ihre Trainingsarbeit früher gemacht haben in dem Land. Und ich denke mal, es ist ein Geben und ein Nehmen. Seine Sorgen haben meist nichts zu tun mit fremden Gebräuchen. Hotel statt Heimfahrt, damit die Mannschaft gegen Lautern nicht völlig übermüdet ist. Die Deutschen nämlich wollen aufs Ausgehen am Wochenende nicht verzichten. Die Konstellation von den Spielern, von den Nationalitäten, von den Mentalitäten, da muss ich sagen, da habe ich sehr viel Spaß dran. Warum funktioniert das gerade in Homburg so gut? Vielleicht ein Zufall, vielleicht liegt es an der Offenheit der Menschen. Sie sind unkonventionell hier im Grenzland, das zeigte ihre Trikotwerbung für Kondome. Ich glaube, dass die Grenzlage unseres Landes ein Auftrag ist zur Gastfreundschaft. Und das gilt auch für die Homburger. Fußballspieler beim FC Homburg, ein ganz normaler Job. Es gibt in Deutschland etliche andere Arbeitsplätze, wo sich Kollegen viel schlechter miteinander unterhalten können. Der Fußballclub Homburg. Ein positives Signal in unserer für Ausländer noch zu oft ungemütlichen Republik. Hoffen wir auf